Ciao. Ja. Okay, das ist alles schön. Kann ich hier nicht irgendwo... Na. Ah. Ist alles so eine Sache jetzt. Also. Jo, was gibt's hier? Ja, toll. Ich muss hier irgendwie raus. Wo ist denn hier der Ausgang? Hallo. Da. Ich muss flipfloppen. Ich habe eine kurze Frage zu dem Flipfloppen. Kann ich mir die nicht einfach hier unterwegs herstellen? Brauche ich dafür irgendwie eine Werkbank? Ist das... Aber für Flipfloppen brauche ich Ruderwanzenflossen. Okay, diese Ruderwanzen, das sind bestimmt diese kleinen Viecher, die da rumrudern die ganze Zeit. Warte kurz, ich gehe mal ganz kurz, ich mache da mal was. Ich habe da eine Idee zu. Bevor ich jetzt wieder hier wegrenne, ne? Wir könnten erstmal ziemlich kurz, ich könnte mich mit der Biene anlegen, das könnte ich eigentlich machen. Der schieße ich in den Arsch und knopp die weg. Ich schieße der wohl nicht in den Arsch. Nee, offensichtlich nicht. Das hat auch erstmal automatisch gespeichert. Gibt es hier was zu trinken? Das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade wollte. Gut, das hätten wir. Dann brauche ich den Kieseldolch. Und jetzt pass mal auf. Hier ist erstmal... Das macht, der macht nur Fleisch, verarschst du mich? Naja, wir tauchen jetzt auf. Ich denke, dass ich weiß, was eine Ruderwanze ist. Ich bin nur gespannt, was das für eine Auswirkung hat, wenn ich die versuche zu töten. Was ist denn eigentlich hier mit den Viechern? Also eine Ruderwanze, ich weiß, was das sein wird. Ich muss sie nur finden. Ich brauche erstmal ein bisschen Luft. Warte mal. Ich hätte vielleicht einen Blasenhelm gebrauchen können, ne? Das wäre dafür der, das wäre für den ganzen Effekt vielleicht viel intelligenter. Da ist eine Ruderwanze, befürchte ich. Das wird eine Ruderwanze sein. Warum ist denn die so schnell? Oh, gib mir das Vieh. Danke. Okay, die können also... Grundsätzlich können die nichts. Das ist sehr vorteilhaft, dass die nicht so viel können. Ich muss nur mehr davon finden, als ich jetzt habe. Eben als ich sie nicht brauchte, schwammen die hier überall rum. Da ist noch so ein Ding. Wir haben anscheinend eine Wasserspinne. Oh, Wasserspinnen scheinen jetzt nicht so nette Gesellen zu sein. Das war irgendwie auch wieder klar. Oh, ich sterbe. Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, das ist eine Ruderwanze. Keine Wasserspinne. Gut. Ich hätte eine Wasserspinne getötet, das ist hervorragend. Ich suche mal weiter nach Ruderwanzen. Ein paar Algen kannst du auch mitnehmen, das ist schön. Ich höre hier Geräusche. Das ist eine Spinne, höchstwahrscheinlich. Vielleicht verteilen die sich in dem Teich an speziellen Stellen. Also, das jetzt, wenn du auf der Seite bist, dass es da nur Ruderwanzen gibt und auf der Seite gibt es Spinnen. Klingt das irgendwie nach was Sinn macht? Ich meine, hier vorne was gesehen zu haben.
Ich schwimme da jetzt einfach mal geradeaus. Hol ihn mir. Da. Das ist eine Ruderwanze. Muss man ein bisschen auf den Karpfen aufpassen. Wir sind auch ein bisschen sehr langsam. Das muss ich zugeben. Ich brauche wahrscheinlich ein paar mehr Ruderwanzen. Brocken oder was auch immer. Gut, ich hätte noch eine Flosse. Das ist gut. Was machst du eigentlich du? Kann ich dich auch irgendwie... Dich kann ich auch irgendwie killen, aber du bist mir zu schnell, ne? Gut. Ich müsste vielleicht auftauchen. Uiuiui. Sag ich mal, was passiert denn hier unten? Ah, ich habe ein bisschen Angst um mein Überleben. Wie kommen wir denn jetzt? Ah, ich brauche eine Schlüsselkarte, die ich nicht habe. Interessant. Aber gut, ich habe zumindest was entdeckt. Hi, Kalkpapi. Hier ist ein Wasserfloh, da kann man Fleisch ernten, da ist eine ganze Horde von denen. Ich gehe mich mal ein bisschen umgucken. Da ist ein Wasserfloh. Hier unten ist eine Spinne, da ist eine Spinne. Ja, wenn du kommst, dann kommst du halt. Es ist so, wie es ist. Wenn du Krieg willst, kannst du Krieg kriegen. So, was ist hier unten Phase? Hier bräuchte man eventuell was, wo man besser sieht. Ja, ich weiß, wir haben keine Ausdauer. Ich suche noch einen Floh. Ah, da oben, da hängt einer zwischen den Grasdingern fest. Ich denke, das bot sich an, den zu nehmen. Also, ein Floh war es nicht, eine Wanze. Was ist denn hiermit? Kann mich das irgendwie... Nee. Gut. Dann gibt es ja noch dieses Kabel, dem man dann folgen kann. Ich gehe mal davon aus, das Kabel oder der Schlauch, der da in den Teich führt, das ist dann wahrscheinlich unter Umständen der Weg dahin, wo ich hin soll. Würde ich jetzt tendenziell mal schätzen. Was ja nicht heißt, dass ich auch recht habe. Gut, wir sind aufgetaucht. Ich habe ein bisschen Ruderwanze. Gucken, wie weit wir damit kommen. Und ich soll irgendein schwarzes Ameisenlabor untersuchen. Das finde ich übrigens... Das klingt besonders aufregend. Wenn man sterben will. So, wie sieht denn das jetzt hier mit Spinnen aus? Ich bräuchte wahrscheinlich einen Spinnenfang. Das wird wahrscheinlich nur von Wolfsspinnen vertrieben, das Zeug. Da müsste ich mich dann mal irgendwie drum bemühen, dass ich vielleicht in irgendeinen Spinnenbau mit einer Wolfsspinne renne. Ah, da habe ich auch keine Motivation zu, weil ich irgendwie das Befürchtung habe, dass ich da drauf gehe. Ich brauche was zu trinken. Und ich hole mir schon mal noch was zu essen mit. Habe ich da noch was Gegrilltes, was bald abläuft? Das da. Na, immerhin. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Und dann müssen wir mal gucken, was ich noch so brauche. Ich brauche, glaube ich, auch noch Bombardierkäfer.
Wenn mich nicht alles täuscht, wäre auch das noch ein tolles Ding. Wenn man Bombardierkäfer hätte. Da müsste ich dann vielleicht auch nochmal losmarschieren und welchen suchen. Das wäre ein ganz traumhafter Zustand, wenn man auch noch ein bisschen Bombardierkäfer hätte. Warte kurz, da vorne läuft Marienkäfer rum. Das passiert jetzt auch nicht, dass man die so regelmäßig trifft, deshalb... Oh, keine Ausdauer. Das ist ja gut. So, Marienkäfer erledigt. Ja, kann ich, danke. Mal ganz kurz hier durch. Das ist ein Traum. Gibt es hier noch irgendwie einen Eingang? Nein. So, dann müssen wir erstmal ganz kurz hier hinten rauslaufen und uns direkt ins Labor vorziehen und Sachen analysieren. Das ist wichtig für den inneren Frieden. Wir haben nämlich hier Wasserflohfleisch. Da kann man ganz tolle Sachen draus machen. Dann haben wir hier die Ruderwanzen-Sache. Und dann haben wir hier den Wasserspinnenbrocken. Oh, da kann ich Knochendolch und einen Knochendreizack draus bauen. Ah, Knochen habe ich noch keine gefunden. Jetzt erinnere ich mich, ich brauchte auch noch irgendeinen Knochen. Ich erinnere mich. Da war was. Aber lass uns doch erstmal kurz gucken, was wir jetzt bauen können. Können wir irgendwas bauen? Das ist doch die Frage. So, pass mal auf. Was ist denn mit dem Helm? Ah, dafür brauche ich die versunkenen Knochen. Und was ist mit der Flosse? Die kann ich herstellen. Na, hervorragend. Jetzt habe ich eine Flipflosse hergestellt. Oh, ich soll auch ein Kiemenrohr herstellen. Warte, wo war denn das Kiemenrohr? Das haben wir auch hergestellt. Prima. Dann habe ich ja für Tauche in die Tiefe alles hergestellt. So, das heißt, die Flipflosse, alles, was ich da jetzt habe, das kann ich mir dann wahrscheinlich antackern und kann damit tolle Sachen machen. Gut, wir kochen erstmal ein bisschen hier verschiedene Fleischsorten. Da machen wir uns erstmal ein bisschen Cevapcici raus und dann reparieren wir vielleicht unsere Rüstung bei Zeiten mal. Und richten uns vielleicht auch das Haus weiter ein. Wir müssen dann aber mal gucken. Ich werde wahrscheinlich irgendwann... ich würde gerne den... Was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Quatsch? B ist es. B. Das sind diese ganzen Viechersachen. Keine Ahnung, was das macht, was uns das bringt. Hier haben wir eine Trennwand. Das ist ein Tisch. Hier gibt es diese komischen Figuren. Dafür brauche ich ziemlich viel Ton. Dafür muss ich aber, das muss ich noch machen. Was haben wir hier? Das ist ein Kaminherd. Den habe ich, glaube ich, schon. Deshalb finden sie das bei uns ganz gemütlich. Weiter geht's mit Stachelkram. Das hier ist der ganze... Ich brauche das da. Ah, okay, jetzt weiß ich, wofür ich die Bombardierkäferbrocken brauchte. Jetzt habe ich es wieder raus. Jetzt bin ich informiert. Dafür brauchte ich das. Okay, das heißt, das muss ich dann mal für das Dörrgestell muss ich dann mal Bombardierkäfer einsammeln. Wenn ich keine Brocken mehr habe. Ich habe 3 von 5. Okay, das ist zu wenig. Zu wach. Warum? Bombardierkäfer. Wo waren die? Warte mal. Es waren hier, glaube ich, irgendwo. Gab's welche? In die Richtung. Muss ich mal kurz... Okay, ich habe irgendwas eingelagert. Das war keine Absicht.
Wie ist mein Inventar? Das Inventar geht. Wenn ich jetzt in die Richtung marschiere, finde ich da Bombardierkäfer? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist es auch nachts. Aber das, wir machen jetzt einfach mal eine kurze Exkursion. Zu der kurzen Exkursion gesellt sich erstmal ein kleiner Galamarienkäfer. Aua! Ernsthaft, musste das sein? Da gab es doch so Steine, da waren die. Das Nicht-Vorhandensein einer Lichtquelle macht die Sache natürlich nicht zwingend leichter. Was ist denn da unten? Ah, ich weiß nicht. Ich will das nicht rausfinden, glaube ich. Es ist immer Nacht. Was ihr seid, weiß ich. Kackmüben. Ich höre noch mehr von euch. Ich weiß nur nicht, wo. Ich renne einfach mal. Keine Ahnung. Die Milbensache ist jetzt erstmal erledigt. Bombardierkäfer wäre ein Traum. Ich befürchte, das hier könnte irgendwas von einer Spinne sein. Also ich gucke da mal rein. Ganz lunsig ist da keiner drin. Die streift bestimmt durchs Gebiet. Wo war der? Ich suche diesen Felsen, Alter. Ah. Ich hätte gefunden, was ich suche. Ich müsste nur hochkommen. Aua, das war dumm. Oh, ich muss da weg. Geschossen. Aber er konnte sich auch nicht. Er konnte sich der Sache auch nicht erwehren, also. Warte kurz, wir müssen das überprüfen. Das Überprüfen hat sich schon wieder erledigt. Wo willst du hin, Digi? Ach du willst zu deinem Kumpel, Entschuldigung. Ich würde gern kurz ein bisschen wegrennen. Das wäre mir total lieb. Damit ich mir einen Verband ankloppen kann. Oh, ich warte mal hier ab, ob die beide hier hochkommen oder ob überhaupt einer hier hochkommt. Alter! Kannst mich doch gar nicht sehen, du Pisser. Nee, das machen wir anders. Das machen wir auf keinen Fall so, wie ihr das wollt. Mein Interesse, mit euch beiden zu kämpfen, ist nicht so groß. Ah, ich muss mit beiden kämpfen. Ich habe das ja schon mal gemacht. Das hat auch funktioniert. Die pennen da beide. Oh, was ist denn da los? Das wird eine Spinne sein. Das ist korrekt. Das wird die sein, die mir den Spinnenfang gibt. Ah, du kannst ruhig weglaufen. Ich habe da kein Interesse, nachher zu kommen. Weißt, was du vorhast. Kleiner Scheißer. Boah,
Jetzt hat es auch noch geklappt. Ist ja traurig. Oh. Oh. Das hätte tatsächlich nicht sein müssen. Das ist gegen jede Regel, Leute. Gegen jede Regel. Jede Regel. Gegen jede Regel ist das. Klopp den Verband an und lauf. Okay. Das war fast gut.